YouTube. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer weiteren Folge Adventskalender Haus Nummer 15. Da steht das gute Stück. Ja, und natürlich unser Deutz, hier ist er. Und ich wurde heute schon gefragt von meinem lieben Arbeitskollegen per WhatsApp, ob das denn alles Klickteile sind oder ob es alles Einzelteile, Klebeteile sind oder ob es Metallteile sind oder Kunststoff. Also es ist reiner Kunststoff. Ja. Ich würde fast sagen, es ist PLA sogar, für die, die sich mit 3D-Drucken auch beschäftigen. Dann ist es so, weil es sich halt auch ziemlich biegen lässt, also könnte es auch anderes Material sein. Ich weiß es nicht. Es ist kein Metall, also es ist komplett voller Kunststoff und es ist zum Stecken. Da ist nichts dran, was geklebt wird, außer natürlich die Sticker, die wir hier ja haben. Das sind die einzigen beiden Sachen, und das ist das Einzige, was geklebt wird. Ansonsten wird hier alles wirklich nur zusammengeklickt. Das System nennt sich auch Click Easy System. Ja, man klickt es einfach nur ein und dann ist die Sache fertig. Ja, das ist das System und so funktioniert es halt. Und ich würde sagen, wir machen uns einfach an die 15. Ich bin schon wieder ganz heiß darauf, was denn in der 15 drin ist. Und stellen unseren kleinen Deutz hier mal an die Seite. Ich setze mich mal wieder ein bisschen besser hin. Und dann können wir eigentlich auch schon loslegen. Ne? Machen wir mal auf wieder hier. Ne? Ihr seht es ja auch in der kleinen Kamera. Und ja, dazu muss ich sagen, zu der kleinen Kamera. Das ist nur eine PlayStation-Kamera von der PS3 oder PS4 sogar mittlerweile gewesen. Und die Auflösung ist hier nicht die beste, wie ihr seht. Aber da wird in naher Zukunft dann auch noch mal eine neue kommen. Also ich gehe mal davon aus, nächstes Jahr, weil dieses Jahr ist es definitiv nicht mehr wirklich, aber nächstes Jahr auf jeden Fall. So, wir schlagen auch direkt mal die passende Seite auf. Ich weiß nämlich noch gar nicht, wo wir sind. Also wir müssten jetzt irgendwo hier sein wahrscheinlich. Ich gucke mal kurz. Das haben wir erledigt, also sind wir auf der nächsten Seite. Und dann gucken wir mal. Oh, hier kommen wieder einige Teile zum Vorschein. So, hier. Ne? Haus, pup, rein damit und tschüss. So, heute gibt wieder viel zu basteln. Ach du Scheibenkleister. Okay, alles können wir heute wohl nicht verwenden. Würde ich jetzt mal behaupten. Jetzt müssen wir uns nämlich mal angucken, wie geht hier was, weil ich habe keine Ahnung. Ah, man kann sich quasi, ja, das finde ich sehr nice, zwei verschiedene Sitze drauf machen. Also wir haben zum einen diese Unterschale für den Sitz und dann hat man hier noch dieses schwarze. Ja, das wäre das eine. Oder man nimmt einfach so einen grünen Alusitz. Ne? Hier, so. Ne, das kann man jetzt halten wie ein Dachdecker. Da ich ihn aber nicht gerne in ganz grün haben möchte, werde ich das Teil hier an die Seite legen und mich für den schwarzen Sitz entscheiden, da tatsächlich doch. Denn ich finde es sehr schön, wenn man da einfach ein bisschen auch Kontrast drin hat in dem ganzen Spiel. Dann sieht es auch nochmal schöner aus. So, hier ist auch schon das erste Teil, was wir jetzt erstmal abknipsen müssen. Ich weiß gar nicht, warum ich hier so viele sei. Ach du Scheiße. Okay. Also wir kriegen heute echt gut was zu bauen und heute gut geschafft. Also es ist ja auch nicht mehr lange bis Heiligabend, ne? Also 15. heute. Wenn ich nicht schon den 14. gesagt habe vorhin, dann habe ich mich vertan. Merkt ihr was? Also, ne? Es ist natürlich der 15., nicht der 14. Ich weiß auch nicht, warum ich das sage. Aber ich muss dazu sagen, ich bin heute ein bisschen kirre anstrengend, war der Tag. Und ja, von daher muss das ja jetzt hier auch.
laufen. Egal, wann ihr das seht, ne, denkt immer dran. Heute Abend dann auch unsere kleine Alpenfarm im Stream auf Twitch und natürlich für die Damen und Herren auf YouTube, auf die YouTuberinos, um es genau zu sagen. Seht ihr es dann auch in den drei Folgen, die wir ja immer für euch aufnehmen auf Twitch dann auch. So. So, dann haben wir jetzt einmal hier den Sitz mit der schwarzen grünen Unterschale. Dann nehmen wir uns jetzt unseren kleinen Deutz und dann gucken wir mal, was denn hier noch so kommt. Weil hier sind noch so einige kleine Teile dran. Ich habe gar keine Ahnung, wo die überall dran sollen. Da kommt, glaube ich, auch noch das Lenkrad. So wie ich das hier sehe. Also das. Dann haben wir hier noch drei so Teile. Gaspedal. So, aber wir fangen mal mit dem Teil hier an, das ich jetzt in der Hand habe. Und dann schauen wir uns mal an, wo der ganze Spaß hinkommt. So, das ist Schaltung wahrscheinlich. So. Das ist. Ich stelle ihm mal noch was an die Seite. Wir brauchen ihn ja noch nicht. Wir müssen ja erstmal hier das ganze klebrige Zeug hier auspacken. So, Getriebe. Würde ich jetzt mal behaupten. Und was das ist, ich habe keine Ahnung. Das ist wahrscheinlich irgendeine Kurbelwelle, die da hinkommt. So, Müll ab da drunter. Dann ist das auch weg. So, und jetzt gucken wir mal, was brauchen wir denn? Also das und das brauchen wir. Wir müssen aber auf der Seite anfangen. Hinten. Da kommt was rein. Aber was ist das? Okay, also das brauchen wir auch noch nicht. Und das brauchen wir auch noch nicht. Das kommt gleich erst auf der anderen Seite. Das scheint die Aufhängung für hinten zu sein. Meine Güte. So, aber was ist das denn jetzt hier? So. Na, nehmen wir mal den. Wir nehmen mal den hier. Das Teil kommt anscheinend so. Das Teil da müssen wir was abknipsen, das geht so nicht. So, dann machen wir hier mal. Weg. Wo ist das Teil da? Da müssen wir auch noch mal irgendwas wegknipsen. So. So, jetzt müssen wir mal schauen. Also das Teil steht jetzt so. Das heißt, der muss da oben rein. Dann kommt das runde Teil und das Teil. Hm.
Jetzt wird es aber interessant, weil. Muss da sein. Und das andere Teil? Muss da sein. So. Ey! Mann! Wie geht das denn auseinander? So, und das Teil muss jetzt. So. Das muss dahin. So, auf der anderen Seite kommt der. Geht er da nicht rein? So. Probieren wir es jetzt noch mal. Ich glaube, ich habe einfach zu groß den Griffel dafür hier. So. Der ist auch drin. Ja. Okay, den kann man dann noch mal ein bisschen verstellen. So, jetzt nehmen wir hier da unten. Wo ist der? Das Stiftchen wieder dran. So. Und dann haben wir auf der Seite jetzt hier zu mir hin gedreht. Mal schauen, wie das hier festgeht. Das gehört da dran. Cool. Das sitzt echt ziemlich weit oben, aber das scheint da dran zu hören. So. So, dann haben wir hier unten noch eine Kugel. Ja. Also, wir haben jetzt das Teil hier oben. Mit dem kleinen hier unten, dann haben wir hier die Aufhängung oder was das auch immer sein soll, die Federung. Auf der anderen Seite haben wir dann die Federung auch nochmal, oder ich habe keine Ahnung, was das sein soll. Ich kann es euch nicht sagen.
jetzt wird's spannend, denn jetzt haben wir noch Bremspedal, Kupplung und Schaltknauf, würde ich das Ding jetzt mal benennen hier, betiteln. So. Einmal. Keine Ahnung, wo das reinkommen soll alles. Da habe ich mir wieder was angelacht hier. Ihr glaubt das nicht. So, dann haben wir noch den. Aber ich wollte die unbedingt haben. Ich habe ja nach einer Herausforderung geschrien. Und dann sind das so kleine Teile. Naja. So, und das müssen wir uns jetzt mal angucken. Also da oben. Soll. Ein Teil rein. Muss er jetzt der dicke rein oder der dünne? Ne, der dicke. So. Hammer. Dann, oh, da müssen wir mal ein bisschen was wegnehmen. So, dann haben wir den noch und den noch. So, wo kommt denn? Der kommt jetzt irgendwo hier unten drin. Jetzt ist nur noch die Frage, wo. So, das ist jetzt der hier. Dann machen wir auch mal ein bisschen sauberer hier. So, wo kommt das Teil jetzt rein? Ah, das scheint hier unten reinzukommen. Aber wo kommt das Teil rein? So. Das kommt dahin. Ist das Teil da hinten schon wieder abgegangen? Ich krieg die Krise bei dem Teil, ne? Also da krieg ich echt Plack. So. Den erstmal ein bisschen sauber machen. Der scheint jetzt hier unten rein zu gehören. Oh. Eine Friemelarbeit heute. Heute sind echt klein, ganz verdammt viele Kleinteile dabei.
Da gehört das Ding hin. Der denn drauf? Okay. Das heißt, wir setzen jetzt den. Kriege ich den natürlich nicht fest. Warum auch immer. So. So. Jetzt. Ja klar, damit man auch da unten was machen kann, ne? Cool. Also das Teil macht immer mehr Fun hier. So. So. Und guck mal einer an. Er wird immer mehr zum kleinen Deutz. Das war's auch schon wieder. Wir haben heute hier oben auf der Bauanleitung 4 Schritte gemacht, ja, 4 Schritte hintereinander, und ich muss sagen, das kleine Schätzchen gefällt mir richtig toll. Also bin ich von begeistert. Ja, jetzt wird hier demnächst noch, wo die Kupplung und die Gangschaltung kommen. Die wird dann noch demnächst eingebaut hier. Das wird dann so der nächste Schritt sein. Und dann geht es auch schon weiter mit den Seitenblechen. Ja, dann kommt irgendwann, kommen dann die Schutzkästen für die Räder. Und irgendwann haben wir ein ganzes hier stehen. Ich bin beeindruckt von diesem kleinen Teil. Also, hätte ich jetzt nicht gedacht. Ja, und für die jetzt vielleicht was zu meckern haben, da fehlt sie immer noch. Der Sekundenkleber kommt, Leute. Ihr werdet ihn am 24. in voller Pracht stehen sehen. Mit beiden Scheinwerfern. Kriegen wir hin. Versprochen. Weil den jetzt auseinanderzubauen, wäre einfach wieder viel zu heavy. Und da habe ich keine Lust drauf. Deswegen Sekundenkleber dran. Sollte funktionieren. Hält. Von daher... Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Das war's für heute schon wieder, meine Lieben. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Bleibt gesund. Genießt die Weihnachtszeit. Bis dahin, euer Kolke. Ciao.